Staatsfunk. Staatsfunk. Balkonistan. Willkommen zum Staatsfunk Balkonistan, Folge 006. Heute die Folge wird wieder ein bisschen hakeliger und wahrscheinlich voller kleinerer Aussetzer, weil heute ist wieder alles neu. Juhu, juhu. Heute habe ich ein neues Audio-Interface am Start und ein neues Mikro. Und zusätzlich versuche ich das Ganze heute wieder frei zu machen, ohne geskriptete Notizen oder sowas, sondern nur hier mit so einer kleinen Trello-Liste. Mal schauen, wie gut das gelingt. So. Genau, dann beginnen wir doch einfach die Folge heute mit einem herzhaften Nieser. Achtung. So, besser. Ich hätte als Thema noch die Pimpinelle zu bieten. Klingt erstmal langweilig, ne? Beziehungsweise kennt man jetzt gar nicht so. Ist halt so ein Gewürzkraut, was bei mir auf dem Balkon inzwischen wächst und das auch sehr ambitioniert. Habe ich eigentlich bekommen als sehr kleinen, verreckenden Ableger. Aber, nee, die hat sich gemacht und gemausert und jetzt wuchert sie wirklich wie verrückt. Was macht man mit Pimpinelle? Fragte ich mich natürlich auch selber, als ich das Zeug das erste Mal in meinem Kräuterbeet da draußen hatte. Ich muss sagen, eine Gewürzverwendung dafür habe ich noch nicht gefunden. Angeblich könnte man das als Salatkräuter nehmen. Wo es rein muss, definitiv, ist Frankfurter grüne Soße. Habe ich aber auch noch nicht selber gemacht. Aber wenn ich sie mal machen würde, jetzt hätte ich Pimpinelle auf dem Balkon. Ansonsten, glaube ich, macht man damit auch nichts. Wo ich mal sehr gespannt bin, ich habe einiges davon abgeschnitten und zum Trocknen aufgehängt. Man könnte Tee daraus kochen, der sehr gut gegen Bauchschmerzen helfen soll. Ich bin gespannt, wird sich dann zeigen. Außerdem im gleichen Topf wie die Pimpinelle wächst mein Waldmeister, der aus der gleichen Lieferung Ableger stammte. Auch sehr klein und des Öfteren schon am Rande der Existenz, ziemlich welk und mit faulenden Wurzelballen. Aber auch der hat sich wieder gefangen, hat jetzt einen schönen schattigen Standort. Ja, Waldmeister sollte nicht in der prallen Sonne stehen, habe ich dann gemerkt. Wald, Schatten. Ihr versteht schon. Auch der wuchert. Der wuchert richtig, macht sich an die Pimpinelle ran und drängt Richtung einer einsamen Zwiebel, die ich noch in diesen Topf mitgesetzt habe. Es wird inzwischen echt viel und ich weiß nicht, was ich daraus machen soll. Ich würde den gerne weiterverarbeiten, entweder zu Maibowle oder aber jahreszeitlich wahrscheinlich etwas geschickter zu Sirup. Das Problem ist, ernten tut man den ja eigentlich vor der Blüte und die ist ja irgendwo im Mai. Blütezeit war schon längst jetzt. Eigentlich wäre jetzt keine Erntezeit mehr für das Zeug, weil der ja eigentlich ein Gift enthält in seinen Blättern. Entschuldigt. Ich muss kurz Nase putzen. Ich drücke mich auf Pause und bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Zuallererst mal. So, Fläschchen. Ich war stehen geblieben beim Waldmeister, gell? Ach so, genau, Waldmeister giftig. Prinzipiell ist Waldmeister erstmal mit einem Giftstoff belastet, den man nicht zu sich nehmen soll. Wenn man also eine Maibowle kocht, sagte ich kocht, wenn man also eine Maibowle ansetzt,
dann bindet man den abgeschnittenen Waldmeister, das ganze Gestängels, was man da so hat, zu einem Sträußchen zusammen, hängt das in seinen Wein rein und sieht zu, dass die Schnittstelle, wo man abgetrennt hat, nicht mit dem Wein in Berührung kommt, damit dieser Pflanzensaft nicht in den Wein kommt. Man könnte angeblich dem Ganzen ein wenig vorbeugen, indem man den Strauß, den man da gebunden hat, ein bisschen anwelken lässt, weil dadurch sich dieses Gift wohl zersetzen würde. Lustigerweise sollte das Gleiche funktionieren, wenn man den Waldmeister trocknet nach dem Schneiden. Also wirklich wie Tee aufhängt, komplett trocknen lässt und dann erst weiter verarbeitet. Und genau das wäre, glaube ich, mein Plan jetzt für den Herbst, wenn ich nämlich den Waldmeister jetzt ernten würde, wäre mir wahrscheinlich für ein ruhiges Gewissen, da irgendwas zuzubereiten, der Giftanteil wahrscheinlich zu hoch. Deswegen würde ich den jetzt ernten, trocknen und dann, wenn er komplett trocken ist, das Zeug weiterverarbeiten. Zu am ehesten wahrscheinlich Sirup, weil ich bin nicht so der Weinfan und ich glaube Waldmeisterbier. Nee, lasst mal, muss nicht sein. Zumindest habe ich noch keins gefunden, was mir wirklich gut schmeckt. Ja, das soll es zum Waldmeister gewesen sein. In Sachen Kräuter könnte man natürlich jetzt weitermachen mit Baldrian. Baldrian ist auch ein tolles Zeug. Mache ich mir öfter mal Tee draus für gegen die Nerven und um besser einschlafen zu können. An sich eine feine Sache. Was aber am Baldrian eigentlich das aller coolste ist, ist, man kann damit super lustige Dinge mit Katzen machen. Ich habe es jetzt wieder mit meinem Kater gesehen, der wohnt ja nicht bei mir, weil wir hier keine Tiere halten dürfen, der wohnt bei meiner Mutter. Also habe ich ein bisschen Baldrian in einen Briefumschlag gepackt und habe den an meine Mutter adressiert. Die dachte sich halt nichts bei, naja, ein Brief vom Sohn, was soll schon sein, hat den auf die Anrichte gelegt und damit begann der Spaß. Der Kater hat durch den Umschlag durchgerochen, dass da Baldrian drin ist und Katzen reagieren auf Baldrian wie von Sinnen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie krass mit irgendeinem Sexuallockstoff oder sowas bei denen im Gehirn, ob das irgendwie so gleich klingt für die im Kopf. Aber die werden da total rollig bei. Wir sind jetzt dazu übergegangen, einfach diesen Baldrian in ein Schraubglas zu tun und so kleine Spielzeugmäuse mit rein in das Glas und sie quasi zu aromatisieren. So hat man schön lange was von dem Baldrian und die Katze hat immer wieder Mäuse, die sehr, sehr intensiv riechen und mit denen man sehr, sehr, sehr gut spielen kann. Wer übrigens seine Nachbarn ärgern will, der streut einfach mal so eine Handvoll Baldrian in des Nachbarns Garten, vielleicht einfach so drüber geworfen, über den Zaun. Alle Katzen der Nachbarschaft werden sich dort versammeln und es wird ein lustiges Stelldichein. Kann man durchaus mal machen, wenn man seine Nachbarn nicht so mag. Oder man hat Bock auf eine große Katzenparty. Mein nächstes Thema heute soll sein, der erste Beitrag aus der Rubrik selber mach. Und zwar habe ich mir selbst ein Deo hergestellt. Wie so viele verrückte Ideen entstand auch die mitten in der Klausurlernphase und der Kopf brauchte irgendwie was anderes als Zahlen und Formeln. Weshalb ich auf der Suche war nach Dingen, die man gut selber machen kann. Und fragt mich nicht wie, in den Untiefen dieses Internets bin ich darauf gestoßen, dass man angeblich total gut Deo selber machen könnte aus großteils Kokosfett. Die Geschichte mit dem Kokosfett habe ich euch aber doch schon mal erzählt, oder? Ich erzähle sie einfach nochmal, ich müsste sonst echt kramen, ob ich das schon mal irgendwo in Notizen stehen hatte. Das mit dem Kokosfett war witzig. Ich hatte noch eine ganze Packung voll Kokosflocken hier und Langeweile.
und habe mir überlegt, was machst du aus Kokosflocken? Hast du, was weiß ich, 400 Gramm oder sowas? Das ist zu viel, um daraus irgendwas zu backen oder so. Also habe ich die einfach in kochendes Wasser geschubst, weil ich mir dachte, mal gucken, ob du da vielleicht Kokosmilch rausziehen kannst. Kokosmilch kannst du wenigstens mit kochen. Was soll ich sagen? Ja, klappt wirklich. Mit so einem Leinentuch kann man die dann auch schön auspressen. Da verbrennt man sich auch herrlich die Finger bei, wenn man so dieses heiße Wasser und diese Kokosraspeln, die sich vollgesogen haben, auspresst mit der Hand und dem Tuch. Ja, und da kam dann wirklich gar nicht mal schlecht schmeckende Kokosmilch bei raus. Beim Abkühlen stellte ich fest, dass sich an der Oberfläche Kokosfett absetzte. Und ich dachte mir, hey cool, was machst du mit Kokosfett? Also google ich Kokosfett und ja, so kam ich drauf. Man kann aus Kokosfett ziemlich viele lustige Dinge machen, zum Beispiel Deo. Ja, musste ich testen, ganz klar. Allerdings ist mir aufgefallen, dass ich, um das gescheit zu verwenden, viel zu wenig Kokosfett aus meinen Kokosflocken rausbekommen habe. Leider. Habe auch dann probiert, die Ausbeute zu steigern, indem ich eben die Kokosflocken nicht nur mit heißem Wasser übergieße, sondern sie auch vielleicht eine Weile koche. Mit einem Pürierstab durchflitze und die schön zerkleiner, um halt möglichst viel Fett irgendwie rauszulösen. Leider habe ich für hier zu Hause kein gescheites chemisches Trennverfahren hinbekommen. Sonst hätte ich halt versucht, irgendwie das Fett auf chemischem Wege und nicht nur auf physikalischem Wege daraus zu lösen. Aber da hätte ich bei meinen Chemiekursen doch besser aufpassen müssen für. Leider. Wenn ihr da eine Idee habt, bin ich natürlich wie immer sehr für Hilfe und Anregungen offen, ne? Wisst ihr ja. Die nötigen Zutaten, um das Deo herzustellen, hatte ich auch im Haus. Das waren nämlich neben dem Kokosfett hauptsächlich Teebaumöl. Alles wird besser mit Teebaumöl. Und Natron. Genau. Diese drei Bestandteile wurden miteinander verrührt, in Gläschen gefüllt und fertig. Da hat man dann sein Deo, das nach nichts riecht, außer ein bisschen nach Kokos. Zwei Wochen lang habe ich das, glaube ich, da mal getestet. Das funktioniert einwandfrei. Man muss sich halt dran gewöhnen, dass man nicht nach künstlichem Parfum riecht, sondern nach nichts oder ein bisschen wie ein Raffaello in der Sonne. Und wenn man sich da einmal dran gewöhnt hat, ist das eine super Sache. Kokosfett gibt es ja auch so zu kaufen. Das kostet nicht die Welt, im Gegenteil. Da kommt man auch echt weit mit so einem Gläschen für 4 Euro. Natron kostet im Grunde genommen auch nichts. Und Teebaumöl kriegt man auch hinterhergeworfen, braucht man auch für alle möglichen Dinge. Wer meinen Podcast hört, der weiß das. Und ist mal eine witzige Erfahrung, würde ich auf jeden Fall wieder machen. Die nächste Charge, die ich mache, will ich mal gucken, ob ich das irgendwie mit ein bisschen Limonenöl oder sowas noch verfeinert bekomme, damit, hat man die Anführungszeichen gerade gehört, verfeinert bekomme, damit ich vielleicht ein bisschen rieche wie ein Raffaello neben einer Zitrone. Wäre ja auch mal schön. Ja. Außerdem weiß man, was drin ist. Was habe ich denn noch auf meiner Liste stehen? Moment. Ich trinke noch ein Schlückchen aus dem Fläschchen. Fläschchen. So. Ich habe Intros gebastelt. Intros für Podcasts. Ich bin ja ein bisschen wie Kaiser Nero. Ich mache gern Feuer und gern Musik. Und vor allem das mit der Musik konnte ich in den letzten Wochen gut ausleben, weil ich habe Intros gebastelt für den Delasastercast. Das war mein erstes Intro, was ich gebastelt habe. Und das zweite für den Grillcast.
Dabei kam mir sehr zugute, dass ich diesen mobilen Zoom-Aufnahme-Rekorder-Dings habe. Den kann man halt schön neben den Gitarrenamp stellen oder Percussion damit abnehmen. Soundqualität mäßig nicht das, was ich mir vorgestellt habe, aber auch nicht verkehrt. Für den Grillcast habe ich dann andere Technik hier gehabt, nämlich eben jenes Mikro, in das ich gerade spreche, habe ich genommen zur Gitarrenabnahme mit einem anderen Interface, nämlich, ich muss kurz wühlen, um zu gucken, wie es heißt. So, und zwar das Interface, das ich benutzt habe, war ein Behringer Xenix 302 USB. Das Ergebnis könnt ihr natürlich hören, wenn ihr euch den Grillcast anhört. Passend dazu habe ich auch noch ein Outro gebastelt für den Grillcast und so ein Zwischeneinspiel-Dingsi. Da konnte man wieder ein bisschen hier an der Gitarre rumfriemeln. Das war wieder ganz nett. Genau, für den Delasastercast habe ich Percussion eingespielt. Als Percussion kam zum Einsatz der Schellenkranz, den ich hinten in meinem Verstärker gefunden habe, und Doc Martens auf Holztreppe. Und dazu ein bisschen Gitarrengefrickel mit dem Zoom-Aufnahmegerät am Verstärker dran. Beim Grillcast kam als Percussion zum Einsatz meine gesamte Küche. Ich habe beim Kürbissuppe kochen einfach das Zoom-Gerät mitlaufen lassen, sodass Schneidgeräusche, Messerschärfgeräusche, Schubladen, Töpfe, Teller, eben all jenes mit auf Band waren. Und damit habe ich dann die Percussion geschnitten für die Grillcast-Geschichten. Jo, so viel zum Thema Intros. Technikecke. Technikecke ist gut. Mit den Tipps vom Jonas vom Grillcast bin ich auf eine neue Aufnahmesoftware gestoßen, die ich auch hier gerade am Testen bin, nämlich Ardour. Bis jetzt klappt das Ding echt gut, ist ein bisschen komfortabler als Audacity. Für mich hat den riesen Vorteil, dass man StudioLink-Plugins einbinden kann. Das haben wir gestern Abend mal kurz getestet, wie das da mit Aufnahme ist und sowas. Die Einstellung ist ein bisschen frickelig, aber wenn man das einmal hat, dann klappt das super. Dann lässt sich quasi die StudioLink-Spur aufnehmen und separat dazu die Mikrospur von mir hier. Klasse Sache. Ja, neues Interface habe ich gerade am Laufen, nämlich ein Behringer Euphoria mit zwei Kanälen und dazu das T-Bone MB85 Beta Mikrofon mit Popschutz. Bis jetzt muss ich sagen, mir gefällt das Equipment echt gut. Vor allem, da ich es dann eben auch zum Musikmachen nehmen kann und mit dem Mikro meine uralt Nylon-Saiten-Konzert-Gitarre abnehmen kann. Das ist mir bis jetzt nämlich mit keinem meiner Mikros, die ich hier habe, geglückt. Vorteil ist, das Ding hat halt einen zweiten Kanal. Sprich, ich kann zwei Mikros dran klatschen, um eine Gitarre aufzunehmen oder, ich hätte gerade fast gesagt, oder meine Frau dran klatschen, dass sie halt reinsingen kann, während ich am Gitarre spielen bin. Ich glaube, da können wir ein paar schöne Sachen mitmachen. Es bleibt spannend. Außerdem bin ich am Überlegen, den MP3-Feed eventuell einzustellen, weil ich weiß nicht, ob ich den wirklich brauche. Nach allem, was ich bisher so mitbekommen habe, würde der M4A-Feed eigentlich auch vollkommen reichen. Da kommen die Kapitelmarken aus dem Auphonic mit. Das ist bei MP3 ja nicht zwingend der Fall, dass Kapitelmarken mitkommen. Außerdem ist ja MP3 gefühlt zumindest bei gleicher Qualität enorm viel größer von den Dateigrößen her.
Habt ihr da Meinungen bzw. Gegenstimmen zu, warum man unbedingt einen MP3-Feed weiter betreiben sollte? Dann schreibt mir, sprecht mir, ja, ihr wisst schon, so Audiobotschaft und so, oder einfach auf Twitter kurz anschreiben, dann können wir darüber gerne diskutieren, das würde mich interessieren. Das nächste ist, ich habe ein Tool programmiert, das die Datensicherungsdatei meines Podcatchers ausliest und umschreibt in ein HTML-Format, sodass ich jetzt quasi meinen abonnierten Podcasts relativ einfach exportieren kann und hochladen kann auf meine Seite und somit immer ein relativ aktuelles Podcast-Verzeichnis von den Podcasts, die ich so höre, anbieten kann. Im gleichen Atemzug habe ich dann noch ein bisschen weiter getipselt und ein zweites Tool gebaut, was mir die Textmarken aus Audacity umwandelt in ein Format, das Auphonic lesen kann und hoffentlich konvertieren kann und importieren kann, sodass ich die Textmarken nicht mehr händisch eintragen muss. Weil bislang habe ich mit Auphonic das nicht geschafft, die normalen Textmarken aus Audacity direkt zu importieren, sodass die Kapitelmarken da stehen. Mal gucken, ich werde das bei dieser Folge mal testen, ob mein Tool funktioniert. Ich bin gespannt, wahrscheinlich nicht, weil die Debugging-Zeit war eindeutig zu kurz. Schauen wir mal. So. Was steht denn hier unter Nachwuchs? Ja, die Paprika- und Chili-Pflanzen, die ich ja nachgezogen hatte aus dem Industriesaatgut, bekommen gerade Blüten. Sprich, ich hoffe quasi auf eine zweite Ernte dieses Jahr. Eventuell muss ich es am Ende reinholen und drinnen dann fertig ernten, weil es draußen zu kalt wird. Aber hey, sie kriegen schon mal Blüten. Das könnte heißen, dass aus den Industriesamen wirklich Paprika und Chilis wachsen können, die funktionieren. Da halte ich euch auch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Das finde ich sehr spannend, die Geschichte. Ja, schauen wir mal, was da noch so draus wächst und wie lecker es wird. Ich glaube, das waren meine Themen für heute. Ja, viel mehr habe ich nicht. Dann hören wir uns beim nächsten Mal, wenn ihr wollt. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Macht's gut und tschö. Staatsfunk. Staatsfunk. Balkonistan. Willkommen zum Staatsfunk Balkonistan, Folge 007. Ich möchte heute anfangen mit ganz viel Danke, Danke, Danke. Danke, Danke, Danke on a next level. Ich habe Audiokommentare bekommen, das fand ich total schön. Hatte ich vorher noch nicht. Gefällt mir das Medium des Audiokommentars, muss ich sagen. Muss ich mich auch ein bisschen reinhängen. Und zwar kamen Kommentare vom Tim, vom Auf dem Holzweg Podcast. Und von Ralf vom Nebensprechen. Die spiele ich euch jetzt beide an und ich beginne mit dem Tim. Lieber Hendrik, hier ist der Tim vom Auf dem Holzweg Podcast. Ich habe erst gerade vor ein paar Tagen entdeckt, dass du ja auch einen Podcast hast, den Balkonistan Staatsfunk Podcast. Tut mir leid, dass ich das erst jetzt gemerkt habe. Ich habe mir ein paar deiner Folgen angehört und ich muss sagen, ich finde das ein ganz schönes Format. Einerseits finde ich das Thema Balkongärtnern, Urban Gardening und so dieses Ganze auf kleinem Raum etwas anpflanzen, schauen, was draus wird, wie geht man damit um, welche Werkzeuge braucht man dafür, finde ich spannend und höre ich gerne zu, da kann ich auch immer was lernen, auch wenn jetzt mein Garten vom Balkon jetzt mittlerweile in einen größeren Garten gewandert ist.
Außerdem finde ich, ist, dass du das in einer Art und Weise machst, die ich sehr sympathisch finde. Du hast eine sehr angenehme Stimme, sehr viel Bass und sehr, sehr rund das Ganze. Also kommt einfach sehr freundlich und auch irgendwie beruhigend rüber. Und ich finde auch, du hast eine sehr sympathische und herzliche Twitter-Präsenz. Also ich wünsche dir ganz viel Erfolg für deinen Garten, für deinen Balkon, für Balkonistan, das Land und ja, weiter so. Bis dann, tschüss. Vielen Dank, lieber Tim. Ich finde das immer wieder interessant und befremdlich, dass Menschen meine Stimme gut finden, weil ich bin eigentlich ein wenig und ungern Redner, weshalb dieses ganze Podcast-Ding für mich auch irgendwo ein Stück weit Training ist, um ja, sprechen zu lernen, würde ich nicht sagen, aber mich daran zu gewöhnen, über Themen zu reden vor, in Anführungszeichen, fremden Menschen oder auch einfach für mich, weil Studium und Beruf, man kommt immer wieder in die Situation, reden zu müssen. Hey, und wenn man eine Stimme hat, die ganz angenehm ist. Außerdem vielen Dank für deine lieben Wünsche für den Balkon. Ich werde mir Mühe geben, dass das funktioniert und alles in Erfüllung geht und die Erträge reich sind. Der zweite Audiokommentar, den ich bekommen habe, kam von Ralf vom Nebensprechen-Podcast. Den spiele ich euch jetzt auch ein. Hallo Bürger und Bürgerinnen von Balkonistan, Herr Präsident. Es grüßt der Ralf vom Nebensprechen. Ich habe mir gedacht, ich nehme die Aufforderung der Kontaktaufnahme doch gleich mal für den Audiokommentar Mittwoch und verfasse einen Kommentar in Form eines Audiokommentars. Man möge es kaum glauben. Und zwar MP3. Ja und nein. Also grundsätzlich gebe ich dir recht, die M4A-Dateien können so ziemlich alles mitbringen, was der moderne Podcaster gerne liefern möchte, in Form von Kapitelmarken, Bilder, Dingsbums, Links und den ganzen Kram. Das ist richtig. Allerdings neigt der ein oder andere Podcatcher unter Android dazu, mit M4A ein bisschen auf Kriegsfuß zu stehen. Das könnte vielleicht auch so den Hintergrund haben, dass Android halt nicht unbedingt so mit Apple in Sympathie steht, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, denn Apple nutzt ja mit seinem iTunes überwiegend dieses M4A-Format. Das ist das eine. Und zum anderen ist mir durchaus bekannt, dass einige Podcast-Hörer nach wie vor sehr gerne die MP3-Dateien einfach so runterladen, nicht mal zwingend über den Feed, sondern auf der Seite selbst, um diese dann auf einen stinknormalen MP3-Player zu laden und da eben das Podcast-Format zu hören. Sprich, so ganz oldschool und uncool ohne Podcatcher, wobei es hat ja eigentlich fast schon ein bisschen Charme, denn das ist ja nicht mehr so üblich, dass man mit einem MP3-Player rumrennt. Heutzutage hat ja jeder so ein Smartphone, wo halt auch ein Podcatcher entsprechend vorhanden ist. Also ich persönlich biete für meine Formate im Moment beides an, werde das auch in Zukunft tun. Und laut Download-Statistiken, es hält sich die Waage. M4A ist ein bisschen mehr. Das liegt aber auch daran, dass der iTunes-Feed mit M4A direkt verbunden ist. Würde ich da MP3 hinterlegen, wäre es wahrscheinlich genau umgedreht. Würde ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen. Es macht ja vom Prinzip her nichts, beides anzubieten. Letztendlich würfelt das auf Phonik beides raus oder wirft das aus. Und ich sag mal, vielleicht liegt es auch an der Qualität, dass deine Dateien so einen signifikanten Unterschied in der Größe haben. Also ich habe das bei mir jetzt nicht. Ich habe die Dateien recht klein gehalten. Und entsprechend, klar sind die Dateien unterschiedlich groß, aber es ist jetzt kein signifikanter Unterschied. Ja, das war es auch schon gewesen. Ich grüße Balkonistan, die Bürgerinnen und Bürger und natürlich den Präsidenten. In diesem Sinne, einen schönen Tag noch. Tschüss. Vielen Dank, lieber Ralf. Den fand ich toll, den Kommentar.
Allein schon wegen der standesgemäßen Anrede finde ich super. Ich sollte mir einen Hofstaat anschaffen, der genau das so tut. Mal sehen. Thema MP3 fand ich interessant. Kam auch über Twitter die Rückmeldung von der F-Hein Alex zum Beispiel, dass es wirklich Menschen zu geben scheint, die das Ganze MP3-Player-mäßig hören. War mir so nicht bewusst, aber finde ich charmant. Gut, wenn es Bedarf gibt, dann lassen wir den MP3-Feed am Leben und spielen die Dateien weiter mit aus. Ist ja an sich kein Mehraufwand und ich glaube, speicherplatzmäßig sollte das auch funktionieren. Okay. Die Balkonistan-Website kamen noch Kommentare. Und zwar vom De La Sastercast, die mich auf Folge 004, glaube ich, war das, nicht aufmerksam machte. Wie sagt man denn? Auf mein Lakritz-Experiment von Folge 004 Bezug nahm. Und da kam auch über Twitter schon mal was rein. An Rückmeldung, scheinbar habe ich gar nicht so viel falsch gemacht mit dem Lakritz. Ich werde es das nächste Mal einfach noch viel länger einkochen lassen müssen, bevor ich da irgendwie Zucker reingebe, damit der mir nicht das kaputt karamellisiert. Vielen Dank für den Kommentar. Ich werde mich da echt nochmal einfuchsen. Das muss ja machbar sein, so ein Lakritz-Zeugs zu kochen. Kann ja nicht sein, dass das irgendwie Bauern Jahrhunderte vor mir konnten und ich jetzt hier als Physiker in Spe daran verzweifle. Also, bleibe ich dran und werde euch berichten, wenn ich das nächste Mal sowas koche. Und vielleicht könnte man ja auch mit anderen Verdickungsmitteln arbeiten, statt mit Zucker, nämlich mit Xanthan oder mit hier Johannesbrotkernmehl oder sowas. Mal schauen. Des Weiteren hatte ich ja erzählt, dass mein Kater so lustig wird, wenn Baldrian im Spiel ist. Dela schrieb dazu auch, dass sie Katzen kennt, die allein wegen Baldrian gelernt haben, Schubladen aufzumachen. Also man scheint da Möglichkeiten zu haben, die beinahe ungeahnt und immens zu sein scheinen. Also, ich denke mir jetzt ganz viel Quatsch mit meiner Katze aus und glaube, darüber kann man dann einen eigenen Podcast machen. Quatsch mit Katzen oder sowas. Das wird super. Eieiei, sieht sich das einer an. Ey, jetzt haben wir schon 10 Minuten aufgenommen und noch nichts gesagt. Also, fangen wir hier mal an mit den Themen, die die Welt bewegen. Thema 1 soll sein der Drachenbaum. Ich habe vor ein paar Wochen auf Twitter eine Pressemitteilung vom KIT, vom Karlsruhe Institut für Technologie oder sowas, Pressemitteilung gelesen, dass man Drachenbäume untersucht hat, um Faserverbundverzweigungen zu optimieren. Was ich total spannend fand, weil, yay, Materialwissenschaften. Fand ich eine coole Sache, dass irgendwie scheinbar der Verbund zwischen so einem Stamm vom Drachenbaum und dem Ast, der abgeht, stabil genug zu sein scheint, dass es lohnt, darüber nachzuforschen. Ich werde euch das Paper natürlich verlinken in den Shownotes und dann könnt ihr da selber mal ein bisschen drin schmökern. Fand ich ganz spannend. Jeder, der schon mal einen Drachenbaum beim Umzug transportiert hat, in nach Möglichkeit einem Kleinwagen und Tür oder Heckklappe mit zu viel Schwung zugehauen hat, der weiß, wie belastbar so ein Drachenbaum ist. Jetzt hat es auch die Forschung entdeckt. Finde ich spannend. Drachenbäume habe ich ja auch hier in der Wohnung. Weil sie sind unglaublich genügsam. Das reicht als Anschaffungsgrund eigentlich schon fast.
Drachenbäume kennt ihr, ne? Das sind diese, ich verlinke euch da einen Wikipedia-Artikel zu, dann könnt ihr euch mal angucken, wie die in freier Wildbahn aussehen. Ansonsten kennt man die, jeder Discounter, jeder Supermarkt hat die ständig irgendwo rumstehen als Kaufmilch-Dingsies. Waren heißt das, ne? Als Waren. Der Stiel ist so, bei denen, die ich habe, ungefähr, naja, Daumen bis dicker Zeh dick. Ist so drachenschuppig. Wahrscheinlich daher auch der Name. Das ist da, wo die Blätter mal angesetzt haben und dann wieder abgefallen sind. Dort bilden sich, ja, lamellenartig so übereinander liegend Schuppen aus. Das Ganze bei den Sorten, die ich habe, in einem angenehm unansehnlichen Grau. Oben bilden sich dann so palmenmäßig die Blätter aus in alle Richtungen. Und die werden in regelmäßigen Abständen dann braun und fallen ab. Das ist das, wenn die Pflanze wächst und oben quasi neue Blätter produziert, die alten fallen ab und da, wo sie abfallen, entstehen neue Drachenschuppen. Bekannt ist das Ding ja nicht nur als Zimmerpflanze, sondern auch dieser Glücksbambus, den man immer im Möbelhaus bekommt, scheint eine Art von diesem Drachenbaum zu sein. Und laut Wikipedia gibt es neben der Sorte, die ich habe, und dem Glücksbambus dann noch 148 andere Arten dieser Gattung. Also reichhaltig, reichhaltig. Ja, unfassbar genügsam das Zeug. Habe ich zum einen im Büro stehen, wo so eine Pflanze generell ein bisschen weniger Pflege kriegt als zu Hause. Bislang lebt noch alles, glaube ich. Ich muss mal meine Kollegen fragen. Ansonsten stehen die Dinger bei mir auf dem Balkon, also auch sommermäßig draußen. Kriegen deshalb auch hier alles mit, wie zu wenig Licht, zu viel Licht, Wind, zu wenig Wasser, zu viel Wasser. Wobei, ich glaube, das Gefährlichste, was man denen antun kann, wirklich zu viel Wasser ist. Ich gieße die bei mir so, sagen wir, alle 2 Wochen, weil die gar nicht so viel Wasser abkönnen dürfen. Düngen tue ich die auch kaum. So, ich glaube, 2-mal im Jahr kommt da so ein bisschen Universaldünger dran für Grünpflanzen. Und ja, Staunässe halt auf gar keinen Fall. Eher ein bisschen zu trocken als zu feucht halten. Deshalb auch gerade eine gute Studentenpflanze, die kann man auch mal eine Woche vergessen. Ab und zu wird die abgeduscht, wie so gut wie alle meine Pflanzen hier im Haus. Einfach hier Dusche an, Zeug drunter und den ganzen Staub mal von den Blättern abgespült, der sich da drauf setzt, weil die Pflanzen ja auch mit ihren ganzen Spaltöffnungen und Gedöns, was da an den Blättern rumhängt, ja auch Stoffwechsel betreiben und atmen und so Gedöns, kann ich mir vorstellen, das tut denen echt gut, wenn da der ganze Schlodder mal runterkommt. Und so rein subjektiv habe ich auch den Eindruck, dass nach dem Abduschen alle geduschten Pflanzen, ich will nicht sagen einen Wachstumsschub haben, aber so vitalmäßig doch durch die Decke schießen. Zum Standort vom Drachenbaum, der steht bei mir an den verschiedensten Standorten. Auf dem Balkon habe ich einen Drachenbaum in so einem Ampeltopf hängen, der hängt am schattigsten Standort des ganzen Balkons, also so irgendwie Nordwestseite. Nee, Nordostseite ist das. Der kriegt nur ganz früh morgens mal einen Schluck Sonne ab, ansonsten den ganzen Tag Schatten. Im Wohnzimmer in der hinterletzten Ecke, wo eigentlich den ganzen Tag kaum Licht hinkommt, steht einer. Im Büro, der steht am riesigen bodentiefen Fenster. Der kriegt ziemlich viel Licht ab. Ich würde mal sagen, sonnig bis halbschattig ist eigentlich vernünftig für das Zeug. Im Original scheint es ja irgendwie von den Kanarischen Inseln zu kommen, wo diese Drachenbäume Felshänge bewohnen und damit ziemlich viel Sonne abkriegen. Insofern scheint ein sonniger bis halbschattiger Standort gar nicht so verkehrt zu sein. Wo man ein bisschen aufpassen muss oder was zu lustigen Verwachsungen führen kann, diese Pflanze wächst immer zum Licht hin, wie so eine Sonnenblume. Das
hat aber auch zur Folge, dass der ganze Stamm quasi wie so eine Schlange sich winden kann, um immer dahin zu wachsen, wo es möglichst hell ist. Ich muss kurz einen Schluck Kaffee trinken. Mein Tee heute ist Kaffee. Ist ja auch noch früh, ist gerade mal 9 Uhr durch. Genau, wächst immer zum Licht hin. Wenn man den nämlich dann nicht regelmäßig dreht, gerade wenn er ein bisschen schattiger steht, dann wächst das Ding furchtbar schepp. Und die sehen echt episch aus, wenn die schepp wachsen. Oh Gott, ich benutze Dialektworte, ne? Sieht echt komisch aus, wenn die schief wachsen. Was macht man, wenn das Ding wirklich schief gewachsen ist? Man holt sich seine Gartenschere und schneidet die ganze Pflanze in, boah, was mag das sein, 20 cm lange Stücke. Also den ganzen Stamm einfach, ne, 20 cm lange Stücke. Die Krone lasse ich immer ganz. Da mache ich noch die Stücke ein bisschen länger, dass man quasi so, ja, ansehnlich aussehende Palmenkronen hat, sag ich mal, die man, die so von den Proportionen her was taugen. Die ganzen Stücke stelle ich dann in eine dunkle Vase mit Wasser und lass die ein bisschen in Ruhe. Das dauert ein paar Wochen. Dann bilden sich unten an diesen Stammabschnitten neue Wurzelknubbelchen und oben neue Blatttriebe. Und wenn die dann in der Vase ein bisschen gekeimt sind, man muss relativ oft das Wasser wechseln, weil es relativ schnell veralgt und ich glaube auch irgendwelche Pflanzensäfte da abgegeben werden, die das Wasser gelieren lassen, was ein bisschen eklig ist. Wenn dann halt diese Wurzelknubbel groß genug sind und sich oben die ersten Blätter bilden, dann kann man das Ganze einpflanzen und hat seinen Drachenbaum auf martialisch-mechanische Weise vermehrt. Funktioniert aber super, weil man so halt diese schiefgewachsenen Stücke einfach rausschneidet und sich aus dem Rest was Schönes zieht. Hat gut funktioniert, habe ich mit ein paar Drachenbäumen gemacht, die ich hier stehen habe oder hatte, die halt total schiefgewachsen waren und habe so aus einem, ich würde sagen, 5 Drachenbäume gemacht. Klappt super. Worin einpflanzen? Also ich nehme ganz normale Standard-Blumenerde, wobei man da bestimmt auch irgendwie, wie gesagt, die bewachsen normalerweise auf den Kanarischen Inseln die Hänge, also eher so ein vulkanischer Boden, da bestimmt irgendwas mit ein bisschen mehr Lava und Stein und irgendwie auch pH-Wert anpassen, bestimmt irgendwas machen könnte, aber da habe ich mich noch nicht so mit befasst, da muss ich mich noch ein bisschen einfuchsen. pH-Teststreifen habe ich hier, aber ich muss mich auch mal einlesen, welche Bestandteile in der Erde wie den pH-Wert verändern. Man hört ja immer wieder, dass verschiedene Pflanzen spezielle Bedürfnisse haben und sowas. Und da kann man ein bisschen drauf eingehen und vielleicht den Ertrag optimieren, hätte ich fast gesagt. Aber Ertrag hast du ja nicht bei so Zimmerpflanzen. Den Wuchs verschönern oder so. Genau. Mein nächstes Thema, was ich habe, ist Dinge, die man sich ins Gesicht schmieren kann. Da habe ich nämlich mir eine Rasiercreme selber gemacht. In Folge 006, glaube ich, war das, habe ich schon mal über das Kokosöl berichtet und wie ich dazu gekommen bin, Kokosöl zu machen und dass ich mir daraus ein Deo gemacht hatte. In dem gleichen Atemzug habe ich ein bisschen recherchiert, was man noch damit machen kann und kam eben drauf, man kann Rasierzeug damit machen. Das Rezept ist eigentlich nicht so komplex, also 50 Gramm Kokosöl, 50 Gramm Shea-Butter, 1 Esslöffel Olivenöl und 1 Esslöffel Flüssigseife. So als Basisrezept. Ich tue immer noch ein paar Tropfen Teebaumöl rein, weil, wer mich hört, weiß das, alles wird besser mit Teebaumöl. Es wirkt desinfizierend und ich mag den Geruch auch eigentlich ganz gerne. Ein paar Tröpfchen rein, schadet ja nicht. Die ganzen Zutaten habe ich einfach in einen Kochtopf. Das Ganze mal sehr vorsichtig warm gemacht, dass es nur gerade so schmilzt. Ich glaube, bei einem heißen Wetter braucht man da nicht mal viel warm machen. Da stellt man es einfach ein paar Minuten raus in die Sonne. Alles schön vermischen. Habe jetzt auch mal eine Charge gemacht, wo ich nochmal
5 Tropfen Limonenöl mit rein habe, einfach für den Geruch. Ist auch nicht verkehrt. Riecht dann halt nicht so nach Olivenöl. Finde ich auch mal ganz charmant. Genau, wenn das Ganze geschmolzen ist, dann vermischt man das schön. Hier mit so einem Teigschabe habe ich da gute Erfahrung. Stell das Ganze in den Kühlschrank kalt. Oder wenn man, wie ich, ziemlich ungeduldig ist, einfach ins Eisfach und lässt es erkalten, bis das wieder, na, man kennt das ja, so ausgehärtetes Fett, wie so ein Fettriegel vom Panieren, wieder fest ist. Dann nimmt man sich sein Handmixgerät und schlägt das Ganze im kalten Zustand zu einer Art Sahne auf. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es funktioniert, aber das geht wirklich. Einfach Handmixer rein, volle Stufe und mal ein bisschen aufkleppern. Und dann wird das schaumig und man kann es mit dem Teigschaber von eben wunderbar in ein Gläschen füllen. Das hält sich auch ein paar Wochen außerhalb des Kühlschranks und sowas. Das wird nicht so schnell ranzig, wie man denkt. Ich habe das jetzt, glaube ich, 2 Monate lang benutzt und ja, hat super funktioniert. Ich korrigiere, das können keine 2 Monate gewesen sein. Ich habe 6 Wochen benutzt. Funktioniert klasse. Meine Erfahrungen damit waren nämlich, erstmal, es ist sehr, sehr ungewohnt, weil, ja, man hat es zwar schaumig aufgeschlagen, aber es ist ja im Grunde genommen nur Öl und Fett. Sprich, du trägst es auf die Haut auf und das schmilzt direkt wieder. Das schmilzt sofort zu einem Ölfilm, was mich beim ersten Mal ein bisschen enttäuscht hat. Ich wusste auch nicht, warum ich dachte, dass irgendwie die Gesetze der Physik auf meinem Gesicht nicht gelten, aber ja, ich hatte halt vom Prinzip her damit gerechnet, dass es wie so ein Rasierschaum halt schaumig bleibt. Nee, tut's nicht. Schmilzt auf der Haut, bildet dabei aber einen unglaublich tollen, sehr dünnen Gleitfilm, wodurch beim Rasieren die Klinge meiner Meinung nach tiefer an die Haut runterkommt und die Haare tiefer mitnimmt, weshalb man sich gar nicht so, also vielleicht einen Tag nochmal rausschinden kann, bevor man sich wieder rasieren muss, weil die Haare einfach tiefer auf der Haut gründlicher abgeschnitten werden. Außerdem, obwohl man irgendwie das Gefühl hat, die Haare werden tiefer an der Haut geschnitten, schneide ich mich weniger damit. Das Öl scheint echt gut zu gleiten mit der Haut. Und was mich am meisten gewundert hat, war, ich krieg nach dem Rasieren keine Pickel mehr. Also keine Entzündung oder so ein Gedöns im Gesicht. Das fettet halt schön nach, da spannt auch nichts. Nö, super Sache. Lohnt sich eigentlich nachzumachen, ist jetzt auch nicht so der Riesenaufwand, wie ihr vielleicht gehört habt. So zeitlich würde ich sagen, wenn man die Abkühlzeiten halt weglässt, weil die hängen halt davon ab, wie warm man es vorher gemacht hat. Naja, 10 Minuten. Also kann man schön mal nebenbei machen. Noch einen Schluck Kaffee. So, mein nächstes Thema wäre ein Gedankenspiel. Und zwar habe ich mir überlegt, jetzt wo es Herbst wird, ich muss anders anfangen. Man will ja immer das, was man nicht hat. Ne? Kennt er ja von euch auch, bestimmt. Wenn man keine Schokolade hat, will man Schokolade. Und ich hatte halt letztens echt mal wieder Bock auf ein Bier, obwohl keins da war. Und dachte mir, naja, kannst du doch eigentlich auch selber machen, so ein Bier. Es kann doch nicht so schwer sein. Der Jonas vom Grillcast gab mir den Tipp, hör dir mal Podcast Sprechgeröstel an, Folge 040, in der es unter anderem auch ums Bierbrauen geht. Habe ich gemacht. Es ist eine echt spannende Folge, weil man den Eindruck hat, dass es komplexer ist, als man denkt, so ein Bier zu bauen, aber machbar. Ich muss mal schauen, wenn ich irgendwie in den nächsten 8 Wochen ein bisschen Zeit finde, so wenn meine Abschlussarbeit rum ist und sowas, dann mich mal ein Wochenende hinstelle an den Herd und mal so ein Bier zusammenrühre.
muss ich mal beim Jonas nachfragen, ob der mir noch hier einen von seinen Gärkanistern leiht, von so einer gemeinsamen Apfelweinaktion, die wir mal gemacht haben. Wenn ihr wollt, können ja Jonas und ich da vielleicht mal eine Folge drüber machen. Das war ein lustiges Erlebnis, wenn auch sehr anstrengend, aber echt witzig. Und irgendwer in meiner Verwandtschaft oder im Freundeskreis hat bestimmt auch so einen elektrischen Einkochautomaten, den er mir mal für ein Wochenende leihen kann. So eine Art Glühweintopf. Wisst ihr, was ich meine? So ein großer Topf mit unten so einem Hahn zum Auslassen und so. Materialmäßig habe ich mal da ein paar Online-Shops durchgeklickt und komme auf so ungefähr 30 Euro Materialkosten inklusive Versand für 20 Liter Bier. Das klingt noch vertretbar für mich. Und dann, wenn das funktioniert, hätte ich schon ein Geburtstagsgeschenk für den November, wenn mein Schwiegervater Geburtstag hat. Heißt aber auch im Umkehrschluss, ich müsste langsam echt mal damit anfangen. Hab da ein bisschen noch recherchiert, was es noch so braucht. Interessanterweise muss man wohl das beim Zoll anmelden, dass man Bier brauen will, weil jeder in Deutschland im Jahr nur, in Anführungszeichen nur, 200 Liter Bier brauen darf, ohne Abgaben zahlen zu müssen. Fand ich eine interessante Zahl, weil 200 Liter Bier im Jahr hieße, wenn ich das runterrechne, auch 400 Dosen Bier im Jahr. Das heißt, kannst eigentlich jeden Tag genüsslich ein Bier trinken, ohne dass der Staat davon was abbekommt. Schon witzig. Zum Thema Brauen habe ich dann die Seite brauanleitung.de gefunden, die verlinke ich euch nochmal. Das scheint ganz übersichtlich zu sein, wo auch nochmal alle möglichen Materialsachen, die man braucht, drauf sind und was man wo wann genau tun muss. Und wenn ihr Erfahrungen mit Bierbrauen habt, schreibt mir doch oder schickt mir oder ne, kommentiert. Das würde mich interessieren. Das wäre, glaube ich, echt was ich mal testen würde. Genau, das war Gedankenspiel und jetzt habe ich mir noch ein richtiges Spiel überlegt. Ich habe mich ja in Sachen Saatgut ein bisschen verschätzt, würde ich sagen. Ich habe viel zu viel Saatgut gewonnen von dem Kram, der hier so wächst und rumliegt. Also habe ich mir ein Spiel überlegt. Ihr schreibt mir eine E-Mail oder eine Twitter-DM oder schickt mir eine Brieftaube oder ein Rauchzeichen oder irgend sowas mit einer Binärzahl zwischen 0001 und 1000. Ich schicke diese Zahl durch eine magische Maschine und die sagt mir dann, welches Saatgut ich euch schicke für eure eigene super crazy magical Balkonistan Experience. Der Witz daran wird allerdings sein, dass ihr nur Samen und eine Pflegeanleitung bekommt, aber erst dann wisst, was es ist, wenn ihr es großgezogen habt. Was würdet ihr denn davon halten? Wärt ihr dabei? Wenn ja, gebt mir doch da einfach irgendwie grünes Licht oder sowas und wenn genug zusammenkommen, dann können wir das ja machen. Fände ich ganz interessant. So, das war's dann für heute an Staatsfunk. Ich hoffe, ich komme bald dazu, die nächste Folge aufzunehmen. Ich würde sagen, wir hören uns. Macht's gut. Tschö.